Hier ist wieder Fifo Hofmann. Heute möchte ich euch den Phone Queen, auch Peitschenfaustoß, vorstellen. Einen von vier Fauststößen aus unserer Silenen Tau. Der Phone Queen kreist auf der liegenden Acht. Hier nun der zweite Satz der Silenen Tau. Nun kommt der Phone Queen von außen und von innen. Von außen und von innen. Der Phone Queen wird mit einer Ausholbewegung auf der liegenden Acht, die man in dem zweiten Satz erkennen kann, geschlagen. Steht dem Fauststoß nichts im Weg, kann ich gerade durchschlagen. Muss ich etwas nach innen verdrängen? Ausholbewegung, Schlag. Muss ich etwas nach dieser Seite verdrängen? Von außen, Ausholbewegung, Schlag. Ist der Weg frei? Durch die Mitte. Ist die Innenseite gesperrt? Umrunden, verdrängen. Ist die Außenseite gesperrt? Umrunden, verdrängen. Aus der freien Anwendung im Ansatz, von außen, von außen. Eins, zwei. Der Phone Queen ist sehr vielfältig, man kann ihn in alle Richtungen schlagen. Nach vorne, nach rechts, nach links, nach unten. In Kombination. Auch zur Seite. Mit dem anderen Arm. Mit folgendem Tiefangriff. Mit Angriff nach dem Schlag zu den Beinen wie ein Ringer. Noch tiefer. Gegen einen Boxer. Eins, zwei, drei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Finden von Anwendungsmöglichkeiten im freien Kampf. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fifo Hofmann.